Vielen Dank, lieber Lukas, für die Einladung, auch an das ganze Team der Sommerakademie. Wie gerade ja schon gesagt, arbeite ich zu Kosmopolitismus und möchte heute eben in meinem Vortrag Ihnen tatsächlich was zum Thema zur Verbindung zwischen Kosmopolitismus und Konfliktbearbeitung erzählen. Ich habe dazu meinen Vortrag in drei Teile gegliedert. Zunächst werde ich ganz kurz was zum Thema Ursprünge des Kosmopolitismus sagen und insbesondere aber auch auf die Kritik an dem Konzept eingehen. Mein zweiter Punkt beschäftigt sich dann mit der Dekolonialisierung von Kosmopolitismus und abschließend gehe ich dann, wie gesagt, noch auf Kosmopolitismus und Konfliktbearbeitung ein. Ich denke, der Begriff Kosmopolitismus sagt Ihnen allen was. Ich will da jetzt gar nicht groß nochmal drauf eingehen. Ganz kurz, normalerweise der Begriff wird Diogenes zugeschrieben. Das war der Mensch, der im Fass gewohnt hat, der tatsächlich diesen Begriff zum ersten Mal benutzt haben soll in seinem Kontext. Aber wird davon ausgegangen, dass das nicht das, was wir heute vielleicht damit verbinden, also dieses Bürger der Welt im Sinne von alle Menschen sind Bürger in einer Welt zu haben, sondern das Ganze wird eher ein bisschen anarchistischer vielleicht verstanden als mehr oder weniger die Weigerung, sich einem der griechischen Stadtstaaten zugehörig zu machen. Weshalb ich das hier so aufgezeichnet habe, hat den folgenden Grund. Wenn wir normalerweise über den Kosmopolitismus reden, wenn wir die Geschichte des Kosmopolitismus in irgendwelchen Büchern lesen, dann haben wir meistens genau diese ideengeschichtliche Herleitung, die wir hier sehen. Wir haben Diogenes, der hat das Ganze so erfunden, dann passiert lange nichts und dann haben wir Immanuel Kant und auf den beziehen wir uns alle bis heute. Meistens werden da noch zwei große weltpolitische Ereignisse, welthistorische Ereignisse genannt, die das Konzept dann nochmal mit beeinflusst haben und die Ausrichtung des Kosmopolitismus ein bisschen mitbedingen. Das ist zum einen der Zweite Weltkrieg, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit der Gründung der UN, mit auch der Verkündung der Menschenrechtscharta, sind wir an einem Punkt, dass eben noch vor den Gräuel des Zweiten Weltkriegs dieses Konzept des Kosmopolitismus, das global miteinander leben, eine andere Relevanz und eine andere Dringlichkeit bekommen hat. Und wir haben dann noch ein zweites politisches Großereignis, das damit reinspielt, das ist das Ende des Kalten Krieges. Hier haben wir mehr diese Erwartung, dass mit einer Neuorientierung der Welt, mit einer Neustrukturierung der globalen Ordnung Grenzen an Bedeutung verlieren. Das war so ein bisschen die Erwartung der 90er, dass mit dem Fall des Eisernen Vorhangs Grenzen pauschal an Bedeutung verlieren und damit so ein kosmopolitisches Miteinander einfach eine andere Bedeutung kriegt. Wie gesagt, das ist eine sehr dominante Erzählung dessen, wo Kosmopolitismus herkommt. Und tatsächlich ist das eine, auf die ganz viele DenkerInnen, WissenschaftlerInnen des 21. Jahrhunderts auch aufbauen in ihrer Konzeptionierung von Kosmopolitismus. Ich habe hier mal drei Beispiele mitgebracht, die ich ganz kurz anreißen wollte, um einmal die Bandbreite dessen zu zeigen, was Kosmopolitismus sein kann. Wir haben Martha Nussbaum, häufig auch zumindest in ihren früheren Werken zusammen mit Amartya Sen. Amartya Sen hat im Deutschen nennt sich das Befähigungsansatz, Capabilities Approach, ist glaube ich der gängigere Begriff, entwickelt. Und auf den aufbauend hat Martha Nussbaum dann einen Kosmopolitismus der Nationalstaaten auch entwickelt. Wir haben am anderen Ende des Bildschirms Ulrich Beck, eine der Koryphäen der Soziologie, der auf der einen Seite den nationalstaatlichen Blick seiner Disziplin kritisiert hat und hier eben diesen kosmopolitischen Blick angemahnt hat und auf der anderen Seite aber auch deutlich empirischer als die anderen diagnostiziert hat, dass wir inzwischen schon in einer kosmopolitischen Welt leben und dass es da auch kein Zurück gäbe. Und schließlich haben wir Saila Ben-Habib, die nochmal einen sehr anderen Ansatz wählt. Bei ihr geht es nämlich darum, ein globales Rechtssystem zu schaffen aufgrund einer Basis oder eines Prozesses einer demokratischen Iteration. Der ist bei ihr stark angelehnt an Hannah Arendts Ansatz, auf das Recht, Rechte zu haben. Warum ich das mitbringe? Sie sehen, es gibt eine wahnsinnige Bandbreite an Ideen dessen, was Kosmopolitismus heute sein kann. Das sind, wie gesagt, nur drei der ganz bekannten VertreterInnen. Und die teilen aber alle genau diese Herleitung. Die alle arbeiten mit einem sehr kantischen Verständnis
von Kosmopolitismus. Sie alle nehmen Bezug auf einen liberalen Wertekanon und machen auf der Basis dann eben ihre Vorschläge. Das Ganze wird stark kritisiert aus verschiedenen Ecken. Eine der dominanten Ecken der Kritik ist die postkoloniale Theorie. Ich habe hier zwei beispielhafte TheoretikerInnen mitgebracht. Wir haben auf der linken Seite Gomina Bambra, eine Soziologin, die insbesondere sich auch mit Ulrich Becks Werk sehr stark auseinandergesetzt hat, und auf der anderen Seite Walter Mignolo, der auch als postkolonialer Theoretiker sich mit Kosmopolitismus sehr kritisch auseinandergesetzt hat. Das sind noch die überhaupt gesagt haben, okay, das ist ein nutzbares Konzept, wir können damit arbeiten, wir entwickeln unsere eigene Variante. Wir haben diverse andere, die ich nicht mitbringen konnte, weil sie nicht zu Kosmopolitismus publiziert haben, weil sie dieses Konzept direkt verwerfen. Und auf diese Kritik würde ich ganz gerne ein bisschen eingehen, was genau denn das Problem ist, warum insbesondere aus der postkolonialen Theorie, aus der kritischen Theorie, da so viele Probleme mit diesem Ansatz bestehen. Und ich habe diese Kritiken für mich in letztendlich drei großen Themen zusammengefasst, die aber natürlich auch eng miteinander verbunden sind. Und das erste große Problem vieler ist der Eurozentrismus. Das hängt genau mit dieser ideengeschichtlichen Entwicklung auch stark zusammen, die ich gerade vorgestellt habe. Wir gehen von Diogenes zu Kant zu Martha Nussbaum oder anderen. Und die darin halt ganz stark eine liberale Orientierung sehen, die eben zusammen mit all den Konzepten, über die ja Max Lakic auch gerade gesprochen hat, im Kontext von zum Beispiel Konfliktbearbeitung einfach eine westliche Dominanz und eine westliche oder eine europäische Hegemonie vorantreiben. Der Begriff des Elitismus hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir Kosmopolitismus definieren, was wir darunter verstehen. Und ich würde mal vermuten, wenn ich in den Raum Menschen gehen würde und sagen, malt mir einen Kosmopoliten, malt mir einen kosmopolitischen Menschen oder beschreibt mir einen kosmopolitischen Menschen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein großer Teil, einen weißen Mann, der gut gebildet ist, potenziell wohlhabend, viel gereist ist, viel von der Welt gesehen hat, malt oder beschreibt, ist vermutlich relativ hoch. Wenn wir an Weltbürger, was ja die deutsche Übersetzung von Kosmopoliten wäre, denken, dann denken wir vielleicht an Goethe, wir denken an Thomas Mann, wir denken sicherlich nicht an geflüchtete Menschen aus Syrien, die jetzt bei mir hier im Haus wohnen. Und das ist natürlich ein Problem, weil mit so einem Verständnis von Kosmopolitismus kann es nur ein Elitenkonzept sein, weil Reisen ist teuer. Reisen hat auch was mit Bildung zu tun. Bildungsbiografien hängen immer noch sehr stark mit denen unserer Eltern zusammen. Das heißt, wenn wir Kosmopolitismus so verstehen, ja, dann bleibt das auch dauerhaft ein elitäres Konzept. Ich komme auf die ganzen Kritiken zurück. Ich würde gerne trotzdem auf die letzte noch kurz zuerst eingehen. Und das ist der Vorwurf der Hegemonie. Ich hatte ja schon jetzt ein paar Mal angemerkt, dass der Kosmopolitismus, insbesondere der 1990er, der frühen 2000er, sehr stark geprägt ist von liberalen Paradigmen und sehr eng zusammenhängt, wie Menschenrechte in dem Kontext verstanden wurden, wie Konfliktbearbeitung in dem Kontext verstanden wurde. Das ist alles sehr nah beieinander. Kosmopolitismus war auch einer dieser Begriffe, der mit dem Liberal Peacebuilding sehr eng verbunden war, der in diesen Wertekanon fällt, gerade in dem Kontext, wenn wir über State Building und Good Governance reden, wurde Kosmopolitismus heute häufig als ein so ein Wert mittransportiert. Und dementsprechend natürlich steht der Begriff auf der Ebene in der gleichen Kritik, wie eben auch der liberale Frieden und das Liberal Peacebuilding das tun. Wir haben darüber hinaus aber noch eine andere Ebene, und das ist eine historischere Ebene, auf der ähnliche Dinge halt schon vorher passiert sind. Also auch im Kontext von Imperialismus und Kolonialismus war Kosmopolitismus eine dieser Legitimierungsstrategien, die insbesondere auch für die europäischen WissenschaftlerInnen, die das koloniale Vorhaben mit vorangetrieben haben, eine sehr, sehr relevante Legitimierungsstrategie war.
Und das ist natürlich eine Entwicklung, die so einen Begriff hochproblematisch macht. Ich glaube dennoch, dass der Kosmopolitismus als Konzept und auch als Begriff sehr viel Potenzial hat. Und das Ganze gründe ich auf folgende These. Ich glaube nämlich nicht, dass das Problem der Kosmopolitismus an sich ist. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir eine Deutungshoheit haben, die den Kosmopolitismus in einer bestimmten eurozentristischen Lesart wiedergibt. Und die Kritik, die wir haben, richtet sich nicht an das, was ich als Kosmopolitismus verstehen würde und was gemeinhin als Kosmopolitismus verstanden wird, sondern gegen eine spezifische Interpretation, die eben aber gerade auch in der Wissenschaft sehr, sehr prominent ist. Genau. Und ich glaube, dass man dieses Konzept aber wieder nutzbar machen kann. Dazu bedarf es allerdings meiner Meinung nach einer Dekolonialisierung des Konzeptes. Und das ist der Schritt, den ich hier im ganz Kleinen einmal anfangen und versuchen möchte. Wir kommen damit zum zweiten Teil meines Vortrags. Kosmopolitismus dekolonialisieren ist ein riesengroßes Projekt. Wie gesagt, ich würde zwei kleine Schritte in die Richtung gehen wollen. Der erste Schritt wäre für mich insbesondere orientiert an dieser Problematik des eurozentristischen Blicks. Das heißt, was ich versuchen möchte, ist, Kosmopolitismus nicht als europäisches Konzept zu denken, sondern es als ein globales Konzept zu denken. Und das würde ich gerne aufbauen auf mehreren Beispielen von nicht-europäischem Kosmopolitismus. Und mein zweiter Schritt würde dann eher auf die Ebene der aktuellen wissenschaftlichen Debatten um einen postkolonialen Kosmopolitismus gehen, wo ich mich sowohl auf Debatten in den postkolonialen Theorien als auch auf Debatten in den Cosmopolitan Studies beziehen würde. Die These, mit der ich hier arbeite, ist, wie gesagt, Kosmopolitismus ist kein europäisches Konzept. Was man, glaube ich, nicht abstreiten kann, ist, Kosmopolitismus als Begriff ist ein altgriechischer Begriff. Das heißt, man könnte sagen, das ist vielleicht europäisch daran, wobei auch das ist ja eine ganze Debatte, inwiefern das nicht auch eine unrechtmäßige Aneignung Europas ist, das antike Griechenland immer als Teil der europäischen Ideengeschichte zu begreifen, was wohl also letztendlich weder geografisch noch, wenn man die Einflussnahmen, die diese Theorien und diese DenkerInnen global hatten, genauer betrachtet, dann ist das schon sehr verkürzt. Aber gut, das ist nicht der Diskurs, den wir hier haben. Hier für mich relevanter ist zu sagen, okay, der Name an sich, das Wort Kosmopolitismus, da können wir uns drauf einigen, das ist griechisch, meinetwegen europäisch, aber die Idee, die dahinter steckt, ist ja nicht plötzlich eine andere, nur weil sie anders benannt wird. Und wenn wir also den Begriff fallen lassen und gucken, wo finden wir ähnliche Gedankengänge, dann öffnet sich uns ein sehr, sehr viel weiteres Feld. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, nötig, dass ich einmal kurz vorstelle, mit was für einer Definition von Kosmopolitismus ich hier arbeite. Ich habe dabei eine Art Minimaldefinition versucht für mich zu finden. Abgeleitet von dem Begriff Kosmopolitismus, also davon, dass wir Menschen als Bürger einer Welt sehen, würde ich sagen, Kosmopolitismen sind Ansätze, und mit Ansätzen meine ich sowohl Haltungen als auch Handlungen, die Annahme zugrunde legen, dass Menschen zuerst als Menschen gesehen werden müssen. Und daraus ergibt sich dann eben sekundär, dass Handlungen und Haltungen von Respekt und von Wertschätzung geprägt sein müssen, insbesondere auch angesichts von Vielfalt, von Andersartigkeit, weil das ja dann Differenzkategorien sind, die dem Menschsein untergeordnet sind und dementsprechend unser Handeln nicht mehr so prägen können. So, und auf dieser Basis habe ich jetzt ein paar Beispiele. Das Ganze ist jetzt sehr schlaglichtartig. Mein Ansatz war, ich suche mal so grob pro Kontinent ein Beispiel, damit wir einfach mal so ein bisschen reingucken können. Es gibt wahnsinnig viele Beispiele. Das Kriterium, das ich hier auch noch angewandt habe, war zu sagen, ich möchte präkoloniale Beispiele, also Konzepte, historische Ideen, die aus der Zeit vor dem Kolonialismus stammen, einfach damit man hier klar nochmal argumentieren kann, dass das nicht aus Europa kommen kann.
Ich habe vier Beispiele mitgebracht. Ich würde sie der Reihe nach einmal durchgehen. Zuerst würde ich gern über Mesoamerika sprechen, also die Region, die jetzt ein bisschen dunkler gefärbt ist. Hier hatten wir vor der Eroberung durch Europa, vor Kolumbus, verschiedene lokale Gruppierungen, verschiedene Gruppen von Menschen, die zusammengelegt haben. Die größeren wären die Azteken und die Maya, aber es gab noch diverse kleine Gruppen, die weitestgehend voneinander unabhängig waren. Ich meine, wir reden hier über einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren. Das heißt, natürlich gab es auch da Verschiebungen und Kriege und alles Mögliche. Aber erstmal waren es unterschiedliche Gruppierungen, die zwei Dinge miteinander geteilt haben. Das eine war tatsächlich ein Glaubenssystem um den Gott Quetzalcoatl. Das andere war ein Handelsnetzwerk. Und das muss man sich wohl so vorstellen, dass tatsächlich die meisten Menschen sehr stationär waren, aber es eben Handelsreisende gab, die zwischen den verschiedenen Gruppen, zwischen den verschiedenen Städten hin und her gereist sind und einen sehr aktiven Kontakt gefördert haben. Und tatsächlich ist es so, dass die archäologischen Funde, die man inzwischen hat, dazu nahelegen, dass nicht nur es diesen Kontakt zwischen den HändlerInnen und den, der HändlerInnen mit der lokalen Bevölkerung gab, sondern dass damit eine Haltung einherging und dass es regelrecht Mode wurde, sich möglichst weltgewandt, möglichst offen, möglichst interkulturell versiert zu zeigen. Und das hat sich in der Kleidung und im Habitus der Menschen wohl ganz, ganz stark widergespiegelt, dass wirklich so eine Offenheit für Vielfalt ein regelrechtes gesellschaftliches Ideal war. Und das wohl auch durch diverse gesellschaftliche Schichten hindurch. Mein nächstes Beispiel, ich reiße sie alle nur ganz kurz an, angesichts der Zeit, bezieht sich auf China. Auch hier haben wir ein historisches Konzept. Und zwar haben wir im chinesischen Kaiserreich über mehrere hunderte von Jahren ein Konzept namens, und Entschuldigung, ich spreche kein Chinesisch, Tianxia gehabt. Was so viel bedeutet wie, man kann es übersetzen mit alle Welt, mit alle Menschen oder alles unter dem Himmel. Das ist ein Konzept, was auf ganz vielen Ebenen eine Rolle gespielt hat in der chinesischen Gesellschaft. Politisch hat es durchaus ein Expansionsbestreben beschrieben, aber ein Expansionsbestreben, in dem es nicht um eine kulturelle Hegemonie ging, sondern ganz im Gegenteil, in dem sehr, sehr viel Raum war für gegenseitigen Austausch, für gegenseitige kulturelle Inspiration und Aneignung und in der insbesondere auch so Knotenpunkte, also Handelsknotenpunkte, Hafenstädte etc. pp. Enorm gefördert wurden, indem dass sie möglichst divers sind und möglichst viel Austausch in alle Richtungen zulassen. Also auch eine Beeinflussung der anderen Kulturen nach China und ins Chinesische Reich hinein. So, das nächste Beispiel, das ich jetzt habe, ist eins, das der eine oder die andere vielleicht schon gehört hat. Und zwar ist das sogenannte Konzept des Ubuntu. Und Ubuntu ist ein Konzept, was in der Friedens- und Konfliktforschung schon ein paar Mal thematisiert wurde. Es ist ein sehr spannendes Konzept, auch das ursprünglich ein präkoloniales Konzept, das sich aber bis heute halten konnte und das die Kolonialzeit überlebt hat. Und Ubuntu beschreibt eine Interdependenz oder eine Verbundenheit zwischen Menschen und ihrer Umwelt, also zwischen Menschen einerseits, aber auch zwischen der nichtmenschlichen Umwelt drumherum. Und daraus entsteht eben in der Konsequenz, dass jede Interaktion zwischen Menschen eine Bestätigung des gegenseitigen Menschseins auch ist und dementsprechend gehandhabt werden muss, weil da natürlich enorme Konsequenzen dranhängen, wenn ich mit Menschen nicht respektvoll umgehe oder wenn ich Menschen in ihrer Vielfalt auch nicht wertschätze. So, und zu meinem letzten Konzept. Wir befinden uns jetzt in Melanesien und hier gibt es ein Weltverständnis, in dem jede Gruppierung, jeder Stamm, jedes Volk für sich im Zentrum ihrer Welt steht. Und in der Konsequenz ist es so, dass dadurch, dass man das Zentrum ist, man davon erwartet, dass alles andere um einen kreist und von einem angezogen wird.
Und die eigene Gravitas, und zwar im doppelten Sinne des Wortes, bestätigt sich darin, wenn Fremde einen besuchen kommen. Das heißt, das Beste, was passieren kann, ist tatsächlich der Austausch mit Fremden. Auch dort ist die Idee, dass Austausch immer was mit Erkennen des Menschen zu tun hat und dass das immer nur gegenseitig sein kann. Also auch hier ist die Aneignung dessen, was fremd ist, das endgültige Ziel und das, wodurch das eigene Selbst und das eigene Menschsein bestätigt wird. Das sind, wie gesagt, vier präkoloniale Beispiele, die dementsprechend natürlich auch ein bisschen abstrakt sind. Es gibt eine Menge konkretere Sachen, auf die ich leider nicht schaffe, in der halben Stunde einzugehen. Was natürlich noch eine Ebene ist, die sehr relevant ist, ist, dass wir in dem Moment, in dem wir uns aus diesem eurozentristischen akademischen Kanon lösen, wir schnell an den Punkt kommen, wo Spiritualität und Philosophie nicht mehr voneinander zu trennen sind. Das heißt, ich würde einmal noch kurz stellvertretend ansprechen, dass auch in Religionen, hier eben stellvertretend die fünf sogenannten Weltreligionen, die ich einmal kurz ansprechen würde, auch dort haben wir immer wieder Konzepte, die als kosmopolitisch betrachtet werden können. Was wir zum Beispiel viel haben, sind Ideen von Reisen, Reisen als Ort von Bildung und eben nicht dieses, elitärere, ich fahre mal in Urlaub reisen, sondern ein Vorankommen, Laufen, Menschen kennenlernen, fremde Orte verstehen, fremde Menschen verstehen, als ein Prozess von spiritueller und aber auch weltlicher Bildung. Und auf der anderen Seite haben wir auch zumindest in Varianten all dieser fünf Religionen Ideen von der Einheit der Menschheit. Und das ist natürlich was insbesondere im Buddhismus und im Hinduismus auch nochmal stark hervortritt. Insbesondere im Buddhismus haben wir die Verbundenheit der Menschen und darauf basierend eben diese Idee, dass wenn wir alle eben doch eine Menschheit sind, wenn da eine Einheit besteht, dann muss damit eben auch eine gewisse Haltung gegenüber Menschen an sich einhergehen und eben nicht nur gegenüber Menschen der eigenen Glaubensgemeinschaft in dem Fall. So. Die Beispiele waren sehr unterschiedlich. Ich glaube, was sie aber alle teilen, ist eben diese Grundannahme von Respekt vor Menschen, von Vielfalt als was wir sogar wünschen, was wir brauchen. Der Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft wird geschätzt, wird nicht hegemonial verstanden im Sinne von, ich möchte dir meine Kultur erklären und aufdrücken, sondern als ein Austausch, etwas Gegenseitiges. Und insofern, nach meinem Verständnis würde ich sagen, das sind Ideen, die sich ganz gut mit Kosmopolitismus in eine Schale werfen lassen. Und daher eben meine These, dass wir hier an einem Punkt sind, wo wir die wunderbare Chance haben, mit einem Konzept zu arbeiten, was nicht rein europäisch ist, sondern was in verschiedenen Varianten und in verschiedenen Aneignungen eben einen Zugang für ganz, ganz viele Menschen bietet. Es gibt diese postkolonialen Zugänge zu Kosmopolitismus, die genau das auf einer gewissen Ebene tun, nicht in diesem historischen Kontext, sondern die sagen, wir gucken uns aktuelle Beispiele an von Handlungen, wo Menschen kosmopolitisch handeln, aber eben gerade auf dieser lokalen Ebene. Deswegen heißen die dann auch unter anderem Rooted Cosmopolitanism, Vernacular Cosmopolitanism. Das sind alles, was hier steht, sind eben solche Ansätze, die man, glaube ich, grob unter postkolonialen, antikolonialen, dekolonialen Ansätzen des Kosmopolitismus fassen kann, die alle nochmal ihre spezifischen Fokuspunkte haben. Aber sie alle haben eben diese Ebene von Kosmopolitismus kann etwas sein, was ich in meinem alltäglichen Umgang mit den Menschen in meinem Umfeld eben sehr wohl leben kann und was sehr wohl die Haltung sein kann, mit der ich daran gehe. Und es ist sehr spannend. Es ist ein Feld, was vor allem auch in der Anthropologie sehr stark ist. Und das heißt, es gibt einfach unzählige Beispiele dort von verschiedenen kosmopolitischen Fällen überall auf der Welt. Es gibt auch weitere Verbindungen zwischen der postkolonialen Theorie und dem Kosmopolitismus. Und die gehen sehr stark auf das antikoloniale Projekt zurück, also sprich auf die AktivistInnen und die
Ja, die DenkerInnen, die während der Kolonialzeit sich gegen den Kolonialismus gestellt haben. Und was wir in dem Kontext einfach bedenken müssen, ist, dass kaum eine Unabhängigkeitsbewegung, kaum eine antikoloniale Unabhängigkeitsbewegung war national im eigentlichen Sinne, sondern es waren große transnationale Bewegungen. Wir hatten den Panafrikanismus, wir hatten aber auch über die Kontinente hinweg eine enorme Vernetztheit zwischen den RevolutionärInnen, die dazu führt, dass zum Beispiel Etienne Balibar bezeichnet die antikolonialen Revolutionen als einen Akt des Kosmopolitismus oder als den Akt des Kosmopolitismus schlechthin. Und wenn wir in die Anfänge der dekolonialen Theorien und der antikolonialen Theorien gehen, da haben wir diese Auseinandersetzung. Wir haben Franz Fanon, der über einen postkolonialen Humanismus schreibt. Wir haben Paulo Freire, der über die Idee einer, er nennt das Cosmic Race, schreibt. Also einen Moment, in dem Race als Differenzkategorie einfach abhanden gekommen ist, insbesondere natürlich auch vor seinem Hintergrund in Lateinamerika und der Kreolisierung, die er miterlebt hat. Und wir haben Gayatri Spivak, die tatsächlich eben mit Planetarity, was ich hier auch aufgeschrieben habe, mit einem anderen Begriff von Kosmopolitismus nochmal vorschlägt oder statt Kosmopolitismus vorschlägt und damit eine Neustart mehr oder weniger auch für das Konzept dahinter. Und was diese Ansätze eben miteinander gemein haben, sie sind alle sehr liberalismuskritisch, sie sind alle sehr hegemoniekritisch, sehr anti-eurozentrisch und sie denken Kosmopolitismus als einen Gegenentwurf zur Globalisierung. Und dieser Gegenentwurf entsteht so, dass man sagt, beide Konzepte beschäftigen sich mit globaler Vernetzung, aber wir haben eben die Globalisierung, die auf einer Ebene von multinationalen Konzernen denkt, auf einer Ebene von neoliberalen Wirtschaftseliten. Und wir haben den Kosmopolitismus, der vom Individuum ausdenkt und der über echten, gleichberechtigten Austausch nachdenkt. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, ich schlage vor, das Konzept des Kosmopolitismus angesichts der validen, meiner Meinung nach validen existenten Kritik nicht fallen zu lassen, sondern zu dekolonialisieren. Dazu gehört für mich A, eine Neuerzählung, sprich ein Verständnis von Kosmopolitismus, das über die eurozentristische Perspektive hinausgeht und auf der anderen Seite ein bewusster Umgang mit dem Konzept, der einerseits die historischen den historischen Missbrauch und die historischen Gräueltaten, die unter dem Deckmantel des Kosmopolitismus begangen wurden, wahrnimmt und nicht vergisst und eben auch genau auf dem Schirm hat, wie dieser Begriff eben angeeignet und missbraucht werden kann und da entsprechend vorsichtig mit umgeht. Ich glaube, die Stärke des Kosmopolitismus liegt darin, dass es ein Konzept ist, das Raum gibt für eine wahnsinnige inhaltliche Offenheit. Also es handelt sich wirklich ja letztendlich im Kern um eben diese moralische Grundhaltung von Menschen als Menschen begegnen. Und darüber hinaus ist es einfach sehr viel Raum für Aneignung, für Füllen mit individuellem Inhalt und eben genau nicht mit diesem liberalen Verständnis, dass wir ein Konzept nehmen und es mit unseren Werten füllen und die dann exportieren in die Welt. Dem Rest der Welt mehr oder weniger überstülpen. Und stattdessen, wie gesagt, glaube ich, ist da dieser Raum für Gespräche auf Augenhöhe und dann das Füllen dieses Konzeptes mit individueller Bedeutung. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Ich weiß, ich bin sehr knapp in der Zeit. Es ist auch nicht mehr viel, aber ich wollte noch mal kurz über Kosmopolitismus und Konfliktbearbeitung sprechen. Kosmopolitismus ist kein neues Konzept und ich brauche den ganzen Punkt, glaube ich, das Liberal Peace Building nicht nochmal aufarbeiten. Da hatte ich schon drüber gesprochen. Und vor dem Hintergrund, das ist eben, wie Kosmopolitismus bisher in der Konfliktbearbeitung verstanden wurde, wie es genutzt wurde, als, wie gesagt, dieser Wertekontext, der mit Menschenrechten, Democratization und all diesen Prozessen zusammen mitgenommen, exportiert wurde. Und das ist mein einer Kritikpunkt an Kosmopolitismus in Bezug auf Konfliktbearbeitung. Ich habe einen zweiten. Der zweite ist, es gibt einen
sehr spannend, einen sehr spannenden Text von Gliesemann de Guevara und Götze, die eine Studie gemacht haben, in der sie die kosmopolitische Haltung, die kosmopolitische Identität, die persönliche Haltung von Menschen, die im Bereich des Peacebuilding aktiv sind, untersucht haben. Und sie haben dafür drei Begriffe von Kosmopolitismus genommen, unterschieden. Das eine war, was sie elitistisch nannten. Das war ein liberal-universalistisches Verständnis von Kosmopolitismus, eben genau dieses Überstülpende. Sie hatten dann, was sie lokal nannten, und hier haben sie darüber geredet, dass Menschen einen recht internationalen Wertehorizont hatten, also nicht mehr so sehr von ihrer Herkunftskultur geprägt, aber auf der Ebene immer noch universalistisch. Und das Dritte war dann, was sie lokalisierbar nannten. Und lokalisierbar definiert eben eine Bereitschaft, sich in Situationen einzufühlen, offen gegenüber den lokalen AkteurInnen zu sein und deren Perspektive prioritär zu behandeln. Lange Rede, kurzer Sinn. In ihrer Studie kam raus, die meisten Leute folgen einem elitistischen Verständnis, ein paar einem lokalen, und sie konnten in ihrem Fall nicht eine Person finden, die mit einem lokalisierbaren Verständnis von Kosmopolitismus gearbeitet hat oder das als Teil der eigenen Identität hatte. Und insofern glaube ich, dass gerade hier so eine Neuerzählung von Kosmopolitismus auf beiden Ebenen sehr, sehr relevant wäre, weil wir hätten zum einen Kosmopolitismus, der plötzlich ein Angebot für einen offenen Austausch ist, also eine Verbindungsebene, auf der diese lokale Anpassung und diese Aneignung stattfinden kann. Und wir hätten zum anderen ein kosmopolitisches Handeln auf der persönlichen Ebene, was auf einer anderen Ebene, was plötzlich anders stattfindet. Und auf der Ebene kann eben dieser neu erzählte Kosmopolitismus tatsächlich eine Art von Rahmen sein, an dem wir auch als Menschen, die eben mit Frieden und Konflikt arbeiten, unsere eigenen Haltungen überprüfen können. So, an dieser Stelle wäre ich erstmal fertig. Ich bedanke mich dafür, dass Sie alle da waren und zugehört haben, und freue mich auf die Diskussion.